Die Onager schaffen es tatsächlich, den Kavalleristen da anzugreifen und zurückzuhalten. Kriegen den nur irgendwie nicht kaputt. Das ist eigentlich ganz lustig. Na komm. Endlich. Sehr schön. So. Sobald der Wald hier weg ist, können wir da auch noch eine Burg hinmachen. Beziehungsweise wir setzen die Burg einfach ein Stück woanders hin. Und da brennen auch schon unsere Geschosse. Schicken wir mal zwei Späher los, um die Einheit da zu besiegen. Oh, das könnte gefährlich sein. Jawohl. Lassen wir es einfach so. Sobald wir angegriffen werden, können wir immer noch reagieren. So, haben wir einen Bauarbeiter? Jawohl, haben wir. Hier, das machen wir erstmal. Und dann schauen wir mal. 650 Steine, reicht noch nicht ganz. Und jetzt sollte mal langsam die andere Truppe helfen. Passive Haltung. Nein, passive Haltung ist gut. Sehr schön. Das hat geklappt. Und jetzt packen wir mal einfach die Kavalleristen zusammen. Und die Infanteristen auch zusammen. Und die Onager, beziehungsweise, ja, es sind Onager, packen wir auch zusammen. Dann haben wir drei schön getrennte Einheiten. Wie sieht's hier aus? Alles in bester Ordnung. So, jetzt haben wir aber auch genug Stein für eine weitere Burg. Und diese setzen wir einfach mal ungefähr hier hin. Und die Onager kommen mal ein wenig zurück, da ich sie jetzt erstmal auf passiv gestellt habe. Wobei, man könnte natürlich versuchen, da die Schiffe anzunehmen. Nein, 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 wir machen jetzt keine Experimente. Die werden zurückgeschickt und gut ist. Genau, hey, ja, und wir bauen noch Häuser. Wobei ich befürchte, dass die maximale Bevölkerungsgrenze bei 75 liegt mal wieder. Und wir dann mit ein paar Leutchen nur klarkommen müssen. So, Heinrich der Löwe ist dort. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir einen Reiter dorthin schicken. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass der uns sowieso irgendwann verraten wird. So. So, die defensive Haltung für die Infanteristen natürlich auch. So, was haben wir da? Wurden wir da auch angegriffen? Nein. Gut, Kavallerist ist unterwegs. Unser einer schöne einsamer Ritter. Jetzt werden wir von Padua angegriffen. Achso, das ist nur ein Turm, der da stört. Padua ist dementsprechend dort. Gut, der wird wohl sterben. Außer er ist jetzt einfach schon mal an den Türmen vorbei, was relativ gut aussieht. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir hier zum Heinrich marschieren. Nö, offenbar nicht. Wir sind bei der Fahne, aber hat nichts gebracht. Wenn wir den zurückschicken, wird er sowieso sterben, also können wir den da auch stehen lassen und ihn ignorieren. Dort wäre noch Stein. Die Burg ist auch jetzt fast fertig. Venedig greift uns an, aber wieder nur hier bei der alten Verteidigungsanlage. Sehr schön. Und es bleibt bei 75 dementsprechend. Ja, leider eine sehr niedrige Grenze, die wir nicht sehr weit ausreizen können. Und dann damit auch klarkommen müssen, einfach mal. Da werden wir jetzt angegriffen, erstaunlicherweise. Und wir haben nicht genug Gold. Warum haben wir nicht genug Gold? 600 Gold brauchen wir für die Weiterentwicklung. Ärgerlich. Dann sollten wir in jedem Fall noch
schauen, dass wir einen Stall errichten. So, 600 Gold haben wir jetzt. Machen wir da mal. Und wenn wir den Stall haben, werden wir einfach mal ein bisschen erkunden. Hier in der Gegend. Oder wir schicken unsere Onaga einfach mal los. Ich weiß es nicht, ob das was bringt. Wir schicken sie mal ein bisschen vor. Mal gucken, ob wir mit denen einen kleinen Angriff starten können. So, wir brauchen auf jeden Fall viel Holz, viel Nahrung, eventuell auch viel Stein und eine relativ flotte Kavallerieeinheit. Da brauchen wir 300 Gold, so viel haben wir derzeit nicht. Machen wir mal. Da ist es. So, wurde wahrscheinlich wieder nicht aufgenommen. Heinrich der Löwe hat uns gerade verraten. Und kehrt uns den Rücken. Schließt sich den Lombardbund an. Und wir stehen alleine da. Haben sich unsere Ziele irgendwie verändert? Nein, Weltwunder innerhalb von Venedig, Padua oder Verona. Alles beim Alten. So. Versuchen wir es mal noch weiter mit den Onagern. Ich weiß nicht, ob wir die Schiffe da angreifen können. Oder ob wir es sogar schaffen würden, eventuell einfach vorbeizumarschieren. So, Angriff und Angriff. Oh, wir haben tatsächlich Schaden angerichtet. Doch, ja, wir richten ein wenig Schaden an. Aber nicht viel, weil die Schiffe natürlich relativ schnell sich wegbewegen können. So, Feuer und Feuer. Verdammt. Oh, Felder abgeerntet. Da habe ich jetzt natürlich die Reihenfolge überhaupt nicht bedacht, dass ich das ja einstellen muss. Ärgerlich. So, jetzt habe ich unser ganzes Holz verbraucht. Auch das ist natürlich taktisch sehr geschickt. So, wir gehen nicht da raus, sondern hier raus. Feuer, Feuer. Nein, die werden wir verlieren. Dann werden sie geopfert. Wie immer. So, wir brauchen Holz. Warum ist da was gesunken? Das verstehe ich nicht. Verwirrend. Okay. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Oh, wir haben auch so wenig Holz, dass ich nicht mal eine Holzfällerhütte bauen kann. Ärgerlich. Mist, da hängen wir gerade in der Sackgasse fest irgendwie. Steine haben wir definitiv so viele, dass wir noch eine Burg bauen können. Ich werde das auch mal machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen tatsächlichen Sinn hat, aber ich möchte es gerne glauben. Und du baust mal bitte noch Kanonentürme in die Gegend, wo verteidigt werden muss. Beziehungsweise in die Gegend, in der verteidigt werden muss. Wir wollen ja mehr oder weniger korrekt sprechen. Und ja, okay, wir haben noch einen Bauarbeiter. Ich weiß nicht, warum wir gerade drei Bauarbeiter zur Verfügung haben. So, aber in jedem Fall können wir den gut gebrauchen, denn der wird uns hier eine Holzfällerhütte hinbauen. So. Und du, Madame, wirst gleich dann irgendwas anderes machen wieder. Du sollst nämlich eigentlich gar nicht bauen. Okay, da werden die Mauern weiter angegriffen. Eventuell könnten wir dann auch noch einen Kanonenturm hier in die Gegend bauen. Mit allen drei Bauarbeitern dann, die wir derzeit zur Verfügung haben. Leutchen hacken fröhlich Holz. Und ich werde mal ganz vorsichtig und langsam noch weitere Truppen zusammen rekrutieren. Ihr helft dann mal beim Bau. Wo war denn der letzte Bauarbeiter? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was habe ich mit dem gebaut? Ach ja, richtig. Hier unten. Na gut, dann haben wir jetzt nur noch zwei Bauarbeiter und
Der hackt auch fröhlich Holz, das passt dann eigentlich ganz gut rein. So, auch ihr bitte defensive Haltung. Dort hinten werden immer noch unsere Mauern angegriffen. Ach, hier haben wir ja noch zwei berittene Späher. Die schicken wir dann auch mal in diese Gegend los. Mal gucken, ob die was rausfinden können. Und ich versuche mal, hier noch einen Kanonenturm hinzusetzen.